Was war das heute für dich, wenn du hier in dieses Stadion einläufst? Sicherlich ist ein Jahr dazwischen, aber du kennst alles noch sehr, sehr gut. Auch die Mannschaft, wenngleich sie sich personell deutlich verändert hat. Ja, ich glaube, das war ein bisschen neu, weil natürlich habe ich das erste Mal, glaube ich, als fremde Mannschaft, also als Auswärtsmannschaft hier in Cottbus gespielt. Und ja, für mich war es was Neues, aber ist halt so. Und jetzt sind wir in Erfurt und ja, also habe mich natürlich gefreut, alte Bekannte zu sehen. Und das war es eigentlich. Muss man natürlich an die schöne Zeit noch zurückdenken hier. Vielen Dank auch an die Fans sagen, die mich hier unterstützt haben in dem Jahr. Und es war ein tolles Jahr und jetzt geht es weiter, jetzt bin ich bei Erfurt und wir haben neue Aufgaben, neue Ziele. Und ja, aber habe mich halt gefreut, hier zu sein. Und ja, wünsche Cottbus auch viel Erfolg für die Saison. Warst du denn ganz offiziell auch auf dem Zettel bei Energie Cottbus? Ja, war ich. Brauche ja nicht lügen oder irgendwas erzählen. Kann man auch intern die Leute fragen, die im Verein was zu sagen haben. Und die können, glaube ich, das bestätigen. Und von daher ist halt, wie es ist, passiert. Ich bin jetzt bei Erfurt, habe mich dafür entschieden und freue mich, hier zu sein und freue mich auf die neuen Aufgaben. Erfurt ist ja nicht so eine schlechte Wahl, glaube ich, ne? Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr wählerisch bin und ich habe mich schon umsonst für Erfurt entschieden. Von daher schauen wir mal, was am Ende des Jahres rauskommt. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf meinen Mitspieler, auf das Trainerteam, auf die Umgebung, auf die Leute hier. Ich wurde super aufgenommen und jetzt wird es von Tag zu Tag besser. Natürlich bin ich erst noch neu. Ist ja klar, dass nicht alles noch zu 100% ist, aber ich glaube, von Spiel zu Spiel, von Training zu Training wird es besser und besser. Und ich freue mich einfach, hier zu sein. Ich sehe hier viel Qualität in der Mannschaft, sehr gute Jungs und ja, werden schon unser Weg gehen. Mit an der Spitze, mit dem FC Rot-Weiß? Schauen wir mal. Ich glaube, Cottbus ist der Favorit, habe ich ja gesagt. FC Bayern der Liga. Ich weiß auch intern, die wollen aufsteigen, müssen noch aufsteigen. Deswegen schauen wir mal, was bei Cottbus rauskommt. Wir werden unsere Punkte auch holen irgendwo, versuchen alles zu geben, von Spiel zu Spiel zu denken und ja, Cottbus soll machen und wir schauen dann uns das alles an.